Hey Leute, der Sturm geht weiter. Josie ist außer sich, als sie Paul am nächsten Morgen in Tatjanas Bett vorfindet. Obwohl Paul einen Filmriss hat und sich nicht daran erinnern kann, wie er in Tatjanas Bett gekommen ist, ist er sich sicher, Josie nicht betrogen zu haben. Doch Konstanzes Plan geht auf, denn Josie bringt es nicht über sich, Paul diesen vermeintlichen Fehler zu verzeihen. Nachdem ihre Versöhnung mit Michael einen bitteren Beigeschmack hinterlassen hat, setzt Rosalie den zerrissenen Geldschein wieder zusammen. Währenddessen wird Michael zu einem Vorstellungsgespräch für eine Chefarztstelle in München eingeladen und sieht sich bereits in seinem Traumjob. Doch die Stelle würde bedeuten, dass Michael die Neuseelandreise mit Rosalie absagen muss. Als Michael Rosalie von seinen Plänen erzählt, ist diese bitter enttäuscht von ihm. Mit Konstanze als Anwältin an seiner Seite ist Christoph bereits zuversichtlich, dass Ariane für eine lange Zeit hinter Gittern verschwinden wird. Doch dann muss ihm Konstanze mitteilen, welche Informationen sie über Arianes Plan gegen eine lange Gefängnisstrafe erhalten hat. Ariane plädiert auf Schuldunfähigkeit. In Folge 3851 kommt Anwalt Steinmeier, gespielt von Matthias Kostja, zu Ariane ins Gefängnis, um sie für ihren Prozess vorzubereiten. Josie ist enttäuscht von Paul und trennt sich von ihm. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.